Yo, Leute, und damit herzlich willkommen zu Let's Adventskalender. Heute spielen wir nochmal Star Wars Battlefront 2. Wir haben euch das ja im Let's Play versprochen, denn es gibt hier eine sogenannte Helden gegen Schurken Map, wo alle Protagonisten aus Star Wars gegen alle Antagonisten aus Star Wars kämpfen können. Und Max Mander hat sich auch schon mal Ayla Secura geschnappt und mal schauen, wen man da so trifft. Ja, genau, da sieht man zum Beispiel Darth Vader. So wie da vorne läuft Padma Amidala rum. Also das ist schon ganz lustig. Max Man, du kannst ja auch mal unsere Zuschauer begrüßen. Hi. Hi. Ja, ein bisschen müde bin ich zumindest. Ja, ich nicht. Und wir. Sehen keine Feinde. Ich will töten. Ja, das stimmt. Max Man ist auf Blutrache aus. Ich weiß nicht, schaltest du nachher auch noch mal auf die Schurkenseite um? Kann ich machen. Damit wir alle mal so ein bisschen zeigen, zumindest Wenn. alle coolen. Hä, wo sind denn die? Da. Da ist zum Beispiel Anakin Skywalker. Und da ist Boba Fett. Der hat ganz schön sein Fett wegbekommen, hast gesehen? Witz gerissen. Na, da ist Count Dooku. Aha. Ja, wie gesagt, es gibt hier schon eine ganze Menge. Um genau zu sein, sogar glaube ich noch wesentlich mehr als in der Kampagne dran waren, wenn ihr die Kampagne gesehen habt. Das war ja auch ein Let's Play, was richtig gut ankam, muss ich ja sagen. Oh, und da hat Jango Fett auch schon. Davon ist General Grievous. Aha, okay, voll geil. Na komm. Da Und Anakin. Und naja, gut. war ich. Das mit dem Laserschwert sah ein bisschen gruselig aus. Okay, nehmen wir mal jemand anderen. Der Imperator ist doch geil. Der ist cool, Der weil der, schwebt. ja, der schwebt. Das sieht immer ein bisschen gruselig aus. Da ist zum Beispiel Luke Skywalker, den kann man hier mit Blitzen schocken oder auch würgen. Ich weiß nicht, der Imperator kann, glaube ich, gar nicht würgen, oder? Doch, kann er. Ah, cool. Geil, geil. Da ist zum Beispiel Obi-Wan, den kann man mal würgen. Ja, der gönnt sich. Der zappelt so ein bisschen. Laserschwert hat der Imperator natürlich auch. Aber die Helden sind cooler, deswegen gehe ich hier Die, zurück. ja, genau, die Helden sind eigentlich ganz cool. Du kannst ja nochmal schnell zeigen, wen es alles noch so gibt. Zum Ja, Beispiel sieht man Darth ja. Maul. Oh, ja. Also ist schon ganz cool. Yoda, Mace Windu, Ki-Adi Mundi. Genau, ich würde mal auf Luke Skywalker gehen, weil der ist nämlich echt cool. Den konnten wir in der Kampagne ja leider auch nie zeigen. Muss ich ja mal so sagen, meine lieben Freunde. Ah ja, Luke Skywalker und Anakin Skywalker. Man merkt, der Papa, er ist ein bisschen stärker. Das war unfair. Alter, ist er wieder. Und ja, das war doch mal ein Ein Pain. deutlicher Schlag in die Fresse. Der Bösen. Ah, da ist Darth Maul. Ist natürlich auch immer ein bisschen lustig, inwiefern die Generationen hier aufeinandertreffen. Weil Darth Maul ist ja Episode 3, während Luke Skywalker Episode 4 bis 6 ist. Ja, also es ist schon lustig. Ah ja, General Grievous, der ist auch schon Na gut. ziemlich stark, muss ich sagen. Genau, jetzt gehen wir mal Han Solo, der hat nur halt nur eine Pistole, aber die ist halt relativ stark. Ja. Dann kriegt der Darth Maul schon ordentlich mit. Was war das? Ich habe ihn gekillt. Nicht ganz. Doch, habe ich. Steht oben. Ach ja. Ja, wen nehmen wir jetzt? Ki-Adi Mundi hat auch nur den Lichtschwertwurf und ich glaube, den macht Schub und macht Zog. Ich weiß gar nicht, was Weiß das gar nicht, war. was er da gerade macht. Ja, weiß nicht, der klappspartet rum. Da ist nochmal Boba. Oh Gott! Was? 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 Boah, yo. Der schnetzelt. Ja, er schnetzelt richtig. Vielleicht mal Chewbacca nehmen? Der hat nämlich auch so eine coolen Verfolgungsraketen, wenn du mal ein bisschen runter scrollst, glaube ich, genau. Jung. Oh. Ich sag ja, coole Verfolgungsraketen. Kopfgeldjäger gegen Wookie ist ein kleines bisschen. Chewbacca ist natürlich gerade der Tank irgendwie, der steckt ganz schön viel ein. Nur leider ist seine Waffe auch relativ schlecht, muss ich echt mal sagen. Genau, hier kann man jetzt zum Beispiel so eine Verfolgungsrakete selber fliegen. Das finde ich echt cool gemacht. Kennt man ja sonst nur von den Bombern. Ja, ich sehe gar keinen Gegner. Ja, ich weiß.
Das ist natürlich ein bisschen doof. Boah, jo, aber gut getroffen, Maxman, also Respekt. Aber ist schon lustig, dass man das machen kann. Jetzt muss natürlich Chewbacca erstmal seine Armbrust nachladen. Kennt man ja. Wer muss das auch nicht? Und der Imperator ist auch Geschichte. Und wie ich auch gerade am Stand sehe, sehe ich, dass wir führen. Echt? Und ja, ja, das ist ja auch schon mal ganz cool. Das Coole ist, ich denke mal, wir können auch jeden Helden mal zeigen. Ah, schade, die... Wow, 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 wow. Die Zeitbombe war vielleicht nicht, ist vielleicht nicht für diese Situation das allerbeste, aber diese Dings. So viel. Ja. Und Mon. Ja, das stimmt. Ah, da ist Luke. Oh, verdammt. Ist kaputt, der Munitionstrailer. Ah, ja, 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 hi. Also, Star Wars Battlefront 2 ist echt ein Spiel, was mir immer wieder Spaß macht. Nee. Naja, aber komm. Das ist schon ein sehr cooles Spiel. Und ich glaube, ich würde Freudensprünge machen, wenn Star Wars Battlefront 3 irgendwann mal kommen würde. Vielleicht. Hey. Vielleicht. Irgendwann. Ja, und da sieht man auch schon, der Wookie, er steckt gut ein. Ach, schade, ich habe jetzt Bilder ein bisschen. Ja, hätte ich auch gedacht, hätte ich auch gedacht. Wen könnte man denn nochmal zeigen? Vielleicht Yoda? Oder Mace Windu? Oder natürlich Ayla Secura, die natürlich mit zwei Lichtschwertern wesentlich besser austeilen kann. Ja, ich weiß. Aber trotzdem. Das ist doch wesentlich cool. Okay. Ah ja, General Grievous auch locker platt gemacht. Ja, locker nicht. Er hat schon eingesteckt. Ne? Ja, das stimmt. Der Imperator, der kommt mit seinen Blitzen da gar nicht. Ja, sieht gut aus. Blitze sind auch ein bisschen schwach, muss ich sagen, vom Imperator. Ja. Irgendwo ist Boba oder Jango Fett. Ja, hast du ihn gehört? Nee, er hat auf mich geschossen. Mhm. Ja, stimmt. Das war Jango, der hat, glaube ich, diese Flammenpistole. Hm. Wo so der Feuer rauskommt. Was? Ich mochte den nicht, der ist hässlich. Boah, der hat den coolsten Kopf in Star Wars, Alter. Der ist aber ranzig, Alter. Sieht aus, wie so ein 120-jähriges Zäpfchen. Boah, ohne Witz, der ist... Ki-Adi-Mundi ist voll cool, genau wie Kit Fisto, den es hier leider nicht gibt. Nee. Und nein, jetzt mach nicht irgendeine Anspielung auf Fisten. Mach ich auch nicht. Gut. Und ja, endlich... Yoda. Ja. Wir müssen auf jeden Fall nochmal den Ossi-Wan spielen, ohne Witz. Das ist so richtig... Nee, mach ich nicht. Allein schon, weil du dann wieder so redest. Nein, das musst du... Nein. Ach, bitte. Abgelehnt. Oh, du bist ein Mongo, Alter. Du bist ein richtiger Mongo, Maxman. Weißt du das eigentlich? Sagte Ossi. Die Zuschauer haben Ossi-Wan geliebt, ich weiß es. Bestimmt nicht. Hundertprozentig. Ja, das ist aber schwer, wenn die also groß sind. Aber guck mal, du hast ihn gut weggeschnetzelt. Ja, stimmt, das ist wirklich schwer, wenn die alle so groß sind. Da sind nochmal zwei Anakins. Ja, lass ich einfach mal so stehen. Jetzt geht aber ab hier. Das war's schon. Wow. Einmal Boba. Nochmal Boba, okay. Da vorne läuft, glaube ich, Anakin. Oh ja, naja, gut, mit einem harten Lichtschwertwurf. Ich finde, diese blauen Lichtschwerter sehen hier immer aus wie weiß. Hm? Na, als wären sie weiß. Ist doch so. Farbenblind oder was? Nein. Doch. Außerdem ist Farbenblindheit, glaube ich, nur bei Rot und Grün. Rot und Gelb, keine Ahnung. Ich bin nun mal nicht farbenblind, ich bin halt nur eine kleine Sehschwäche. Nimm vielleicht nochmal Luke Skywalker. Ja, meinetwegen, dann nehmen nicht Obi-Wan. Der ist ja auch nur der coolste in Star Wars.
Moment. Okay, gut, Han Solo ist auch cool. Das muss ich ja mal. Ja, natürlich. Jetzt hör auf! Hör jetzt auf! Du bist dein Mongo! Ja. Guck mal, die anderen haben schon mega doll aufgeholt. YOLO, Alter, wir haben immer 30 Vorsprung. Ohne Witz, Alter. Manchmal frage ich mich, wie fliegt sein Lichtschwert durch das Haus zu ihm. Aber okay. Das ist Skill. Da ist was dran. Oh, den hast du in der Luft. Hey! Hör jetzt auf, die ganzen Jedis abzuschlachten. Ich habe nichts gegen die Jedis, ich habe nur was gegen Obi-Wan. Oh. Du hast doch nur was gegen den, weil ich den so cool finde. Nein, ich hab nur was dagegen, weil du immer mit so einer behinderten Stimme sprichst. Als wärst du so ein 5-jähriges vollbehindertes Kind. Ich bin nun mal 5 Jahre alt und vollbehindert? Das mit den 5 Jahren wäre mir neu. Na gut, akzeptiert. Und außerdem heißt es nicht vollbehindert. Okay, das heißt aber nicht mit Absicht. Außerdem heißt es nicht vollbehindert, es heißt schwerstbehindert. Und das über sowas macht man eigentlich keine Witze. Hä, warte mal, wo ist das Schwert gerade hingeflogen? Nach Boston. Genau, Prinzessin Leia, die hat wenigstens Granaten. Ich glaube, eine der wenigen Heldinnen, die Granaten haben. Und die Pistole teilt richtig aus. Die ist richtig OP, die Pistole. Ja, ich finde ich auch. Wenn man damit einen Headshot hinbekommt, ne? Alter, yo. Die zieht schon ordentlich. Der Imperator kriegt gar nichts mit. Der denkt... Ah ja, Count Dooku. Der denkt sich, lass die mal laufen. Ah. Ah, ja, sieht gut aus. Sieht durchaus gut aus. Skywalker will mich ficken. Skywalker will mich ficken. Okay, ich sehe schon, wir machen heute ein kleines bisschen von den Überlänge her. Ah, wir können jetzt aufhören. Nö, wir machen das hier mal noch zu Ende. Komm, das sind immer so eine halben Sachen von uns. Guck mal, das ist auch gleich soweit. 13 Leute und dann ist schon der globale Sieg. Wir haben nicht Obi-Wan gebraucht. Nein, aber wir haben alle mal wenigstens so ein bisschen beleuchtet und eine Softbox. Oh ja, stimmt, eine Softbox wäre jetzt geil. Musst du denn ja sowieso kein Facecam? Du nicht, aber ich bald. Wow. Ich bald in Global World, Alter. Heranzig. Warum? Ich bin kein Freund von Facecams. Musst du ja nicht. Ich weiß. Wenn du es machst, ist es auch vollkommen in Ordnung. Ich sag ja auch nichts. Nein. Ich hab nur gesagt ranzig, das heißt ja nicht, dass ich es das schlecht finde. Also, halt, andersrum. Kannst du es ja gerne machen, und hätte ich ja schon gesagt, du sollst das nicht machen. Du sollst das nicht machen. Ba. Ich suche gerade die letzten 5 Leute. Nee, so ist es glaube ich nicht hier. Nee, kann sein. Ja, stimmt, man muss einfach nur 5 dann noch töten. Ja, aber es sind doch trotzdem mehr als 5 da. Ja, jetzt ist nur noch einer. Oh, wer der gleich... Er ist gefallen und wir haben gewonnen. Und das ist doch mal ein episches Bild. Ich finde es cool. Kleines bisschen Überlänge, aber wir wollen das noch gar nicht groß in die Länge ziehen. Und würden sagen... Überlänge, wollte aber ich in die Länge ziehen. Und würden einfach sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. So, Leute, das war es auch mal wieder mit der heutigen Folge. Ich fand zwar doch ein bisschen schon scheiße, dass wir Ossi-Wan nicht nehmen konnten. Aber ich musste einfach sagen, ich wollte einfach nicht, nein. Ja, aber wir haben es ja im Großen und Ganzen ganz gut hinbekommen. Und wir wünschen euch eine fröhliche Weihnachtszeit. Ba, 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 ba. Ihr wisst Bescheid. Also danke, Leute, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.